Wir werden am Mittwoch im Deutschen Bundestag auf unseren Antrag hin in einer Aktuellen Stunde über die Situation im Bundesnachrichtendienst und die Sicherheitsdienste sprechen. Und wir werden dort auch darauf hinweisen, dass wir aus Gründen der Sicherheit in unserem Land und zum Schutz unserer Bevölkerung auf Nachrichtendienste angewiesen sind. Wie im Augenblick über Nachrichtendienste gesprochen wird, ist schon etwas eigenartig. Wir haben eine Sicherheitsarchitektur, zu der natürlich Polizei, Bundeskriminalamt, aber auch Nachrichtendienste gehören. Und in einer globalisierten Welt ist es auch notwendig, dass Nachrichtendienste zusammenarbeiten. Wir haben dann eine Kontrollfunktion im Deutschen Bundestag eingerichtet, das Parlamentarische Kontrollgremium. Und in diesem Kontrollgremium soll die Bundesregierung kontrolliert werden, nicht die Sicherheitsdienste. Die Bundesregierung wird kontrolliert. Und dort muss kontrolliert werden, ob alles mit dem Gesetz vereinbarten Regeln stattgefunden hat. Und jetzt wundere ich mich schon ein wenig, dass ein Parlament ein solches Instrument einrichtet wie das Parlamentarische Kontrollgremium. Aber bevor die zuständigen Minister dort zum ersten Mal aufgetreten sind, weiß schon Teile des Parlaments, die gar nicht Mitglied in diesem Gremium sind, welche Schlussfolgerungen sie ziehen sollen. Was da die Opposition macht, allen voran Herr Gysi, ist eine Entwürdigung der Aufgabe des Parlamentarischen Kontrollgremiums. Und ich kann nur sagen, dort wird nun der Bundesinnenminister aussagen. Und dort werden auch alle die Personen, die gefragt werden, dazukommen. Und dann wird das Parlamentarische Kontrollgremium daraus seine Schlüsse ziehen. Daneben haben wir noch den Untersuchungsausschuss. Und da kann die Opposition selbstverständlich Zeugen laden und dann soll sie in dem Untersuchungsausschuss die Untersuchungen machen. Aber ich bin einigermaßen fassungslos, wie ein Parlament an seinen eigenen Instrumenten vorbei. Die Opposition sagt ja, sie kontrolliert die Regierung. Die kontrolliert die Regierung nicht, sondern die versucht eine Skandalisierung, ohne dass sie sich mit den Fakten bisher beschäftigt hat. Und gerade in dem sehr sensiblen Bereich der Sicherheit kann ich nur dringend raten, von Spekulationen keinen Gebrauch zu machen. Und wir alle wissen, dass wir in unserem Land auch dadurch, dass Sicherheitsdienste Informationen ausgetauscht haben, bisher keine Anschläge haben erleiden müssen. Klar ist, es gibt Regeln, die müssen eingehalten werden. Dafür gibt es die Kontrollen. Und dann, wenn alle Daten auf dem Tisch liegen, kann man sie auswerten. Auch wenn es manchmal viel lustiger sein kann, ohne Kenntnis von Fakten sich ein bisschen zu unterhalten, ist es in diesem Bereich wirklich unangebracht. Das zweite Thema, das natürlich uns beschäftigt, ist nach wie vor Griechenland auf ein neues. Wir sind sehr zufrieden, dass man in Europa sich weiterhin an die Kriterien hält und dass Griechenland nun aufgefordert worden ist, seine Vorschläge endlich vorzulegen. Und wir warten nun ab, was da geschieht. Ich habe es schon vor ein paar Wochen gesagt, langsam, sehr langsam, aber doch scheint Griechenland in der Wirklichkeit anzukommen. Und es bleibt dabei, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, kann auch die weitere Tranche an Griechenland fließen. Wir wollen, dass Griechenland seine Hausaufgaben macht, dass Griechenland im Euro bleiben kann. Wir haben in Europa eine ganze Reihe von wichtigen Aufgaben, wenn ich nur an die Flüchtlingspolitik denke. Aber es muss jedes Land seine Hausaufgaben machen. Das gilt auch für Griechenland. Musik.